knapp zwei Wochen nach dem Diebstahl von 242 der Blitz aus einer Berliner Schule ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 26-Jährige wurde am Mittwoch in Brandenburg an der Havel gefasst, wie die Berliner Polizei mit. Die Beamten durchsuchten vier Wohnungen in Berlin und Brandenburg. Dabei wurden die Tablets den Ermittlern zufolge allerdings. Die Geräte waren Ende Januar gestohlen worden. Der oder die Täter hatten nach Polizeiangaben nachts mehrere Zugangstüren zum Schulgebäude im Stadtteil Gesundbrunnen auf den Wert der Tablets beziffert.